Audio-Post. Geklickt. Gehört. Wir finden sie im Café, in Kaufhäusern und natürlich auch zu Hause. Andere suchen sie sogar extra auf, jagen sie. Die WLAN-Verbindungen, so praktisch wie einfach. Und schont auch noch das Datenvolumen unseres Handyvertrages. Hat diese unbegrenzte Internetfreiheit einen Haken? Das weiß Computerspezialist Andreas Wiesler. Er ist Inhaber von Go Security und berät seine Kunden regelmäßig in Sachen IT-Sicherheit. Bei Wireless LAN gilt es immer vorsichtig zu sein. Öffentliche WLAN sind in der Regel immer unverschlüsselt. Das bedeutet, dass auch Fremde meinen Datenverkehr sehr einfach mithören können. Netzwerke werden geknackt, Daten ausgesperrt und Geräte mit Viren verseucht. WLAN-Nutzer müssen auf so vieles achten. Andreas Wiesler bringt Ordnung in das Chaos. Sensible Daten dürfen nur über verschlüsselte Seiten ausgetauscht werden. Viele Webseiten sind ja bereits heute so geschützt. Das kann man sehr einfach am HTTPS erkennen. Eigentlich gilt das Gleiche auch bei E-Mails. Sensible E-Mails sollten nur verschlüsselt übermittelt werden. Doch hier ist die Technik nicht so trivial wie bei Webseiten und ist ein größerer Aufwand damit verbunden. Expertentipps helfen, damit wir uns sicherer fühlen. Und trotzdem, erst vor kurzem ist bei einer WLAN-Verschlüsselung eine Schwachstelle ausfindig gemacht worden. Das war ein großer Schock für alle. Viele Hersteller haben bereits reagiert und ein Update bereitgestellt. Auch wenn es mühsam ist, bitte installieren Sie dies umgehend. Trotz der Lücke ist keine Panik angesagt. Diese kann nur ausgenutzt werden, wenn sich der Hacker auch in der Nähe befindet. Dies dürfte wohl bei den wenigsten der Fall sein, aber bitte installieren Sie trotzdem das Update. In der Stadt, im Kaufhaus, ja fast überall gibt es WLAN-Verbindungen. Wie schätzt Computerspezialist Andreas Wiesler das ein? Öffentliche WLANs sind in der Tat eher ein Fluch als ein Segen. Handys verbinden sich heute automatisch mit bereits bekannten Netzwerken. Ich muss nur einen gefälschten Access Point mit einem bekannten Namen, zum Beispiel Starbucks, erstellen und alle Handys in der Nähe verbinden sich automatisch mit diesem. Am sichersten ist also die WLAN-Verbindung zu Hause, oder doch nicht? Zu Hause gilt, das Wireless LAN nur mit WPA2 zu betreiben. WPA2 ist ein sehr starker Verschlüsselungsstandard, sagt Andreas Wiesler. Dadurch sind alle Daten, die wir übermitteln, verschlüsselt. Und das wird immer wichtiger, weiß der Experte von Go Security, der schon die Zukunft im Blick hat. Da immer mehr Smart Home Geräte auch via Wireless LAN kommunizieren. Mehr Tipps und Informationen finden Sie im Internet auf www.gosecurity.ch. Audio Post. Geklickt. Gehört.